Aloha und weiter im Text mit Jack 2. Ich habe so das ungute Gefühl und das blöde Gefühl, dass, ja klar, lag einfach. Ich meine, Rennen fahren ist jetzt total einfach und ich meine, ich war ja jetzt schon fünfmal fast Erster. Ist ja, ne? Nein, ich habe so das blöde Gefühl, dass das Spiel das nicht akzeptieren will, wenn man... Wenn man gute Wege findet und dann auch fast davor steht, ein bisschen besser zu sein als sonst. Ich meine, könnt ihr mir verraten, woran meine Mission eben gescheitert ist? Also nicht eben, als ich explodiert bin, sondern davor? Ich bin nur eine Kurve gefahren. Mehr nicht? Also, ich verstehe es nicht. Ja, das war jetzt aus Frust. Das war jetzt Absicht. Die haben mich gerammt und da hätte ich jetzt eh keine schöne Kurve mehr fahren können. Da dachte ich so, jetzt stürzte Jack mal in den Tod. So richtig böse und gemein. Dann kannst du mal ein bisschen Wut ablassen von diesem Otzel, das gar nicht Jack heißt, sondern Dexter, aber... Warum? Es hat doch sonst immer funktioniert. Meine Güte. Ich habe so das blöde oder die blöde Angst oder Vorahnung, nennen wir es nicht Angst. Ich habe vor diesem Spiel keine Angst. Es ist halt, es kotzt mich nur noch an. Ich habe diese blöde Vorahnung, dass wir in 15 Parts noch hier sitzen werden. Bei diesem Scheißrennen. Und ich weiß, weil ich das Spiel ja jetzt ein bisschen kenne, dass ich dieses Rennen fahren muss. Scheißegal, ob ich Bock habe darauf oder nicht. So. Ich möchte einfach nur durch sein, aber man darf ja auch nicht irgendwie... Hallo? Tickst du noch ganz richtig? Jetzt überschlägt er sich, macht seine Loopings und seine extra Einlagen hier. Oh, ich sollte eine Kugel sammeln, weil ohne die Abkürzung schaffe ich es definitiv gar nicht. Ja, klar! Na klar! Hört auf, mich so zu drängeln. Ich habe die Kugel doch eingesammelt. Ich habe es genau gesehen. Was ist das denn jetzt? Warum wird denn die mir nicht gut geschrieben? Mein Gott, dieses Spiel ist so toll. Ich habe richtig Spaß gerade. Leute, das glaubt ihr nicht. Wenn ihr mal so richtig Spaß haben wollt, dann spielt Jack 2. Ihr werdet nie wieder andere Spiele spielen wollen, weil dieses Spiel so super geil ist. Und so super fair. Und als Anfänger in solchen Spielen kommt man da auch voll gut durch. Weil man nämlich dauernd an irgendwelchen Wänden explodiert. Mann! Ich wette... Die Position, die ich vorhin im Rennen hatte, wo aus mir unerfindlichen Gründen die Mission gescheitert ist, dass ich da hätte gewinnen können, ist jetzt sehr hochgegriffen, ich weiß, aber es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, weswegen dieses Spiel gesagt hat, nö. Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, weswegen das Spiel dachte, nö, die lasse ich jetzt da nicht durch. Das kann ich nicht akzeptieren. Muss es doch irgendwie gewesen sein. Und weil man ja in diesem Spiel als Erster durchrennen muss, ne, man darf ja auch nicht irgendwie nebenplatziert sein, Dritter oder so, muss ich das Spiel jetzt so lange, dieses Rennen jetzt so lange durchziehen, bis ich Erster bin. Und ich verfickt nochmal an dieser scheiß verfickten Ficksäule explodiere. Mann! Und ja, ich sag das Wort jetzt nur noch deswegen, weil ich sagen will. Es ist halt jetzt einfach nur noch, es reicht jetzt langsam. Es ist halt, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon so oft davon gesprochen, dass dieses Spiel einfach mal so unfair ist, dass das... Aber, ja, spring halt nicht. Ich meine, mir ist es doch egal. Ich fahre ja nur und ich lenke dich ja nur und es ist ja auch nur meine Zeit, die ich hier gerade investiere, damit ich dieses Spiel spiele. Und es sind ja auch nur meine Abonnenten, die, also es sind ja nicht alle, das möchte ich jetzt damit nicht sagen, aber es sind ja auch nur Teile meiner Abonnenten, die dann anfangen zu erzählen, dass ich scheiße bin, weil ich so scheiße spiele. Und Leute,
ich würde mir gar nicht mehr zusehen. Also ich kenne das selber, wenn ich Let's Playern zuhöre, die gerade voll angepisst sind von einem Spiel, dann höre ich denen nicht gerne zu. Das ist selber bei mir so, ich weiß es, aber ich kann nicht anders, ganz ehrlich. Ich bin gerade so sauer, weil ich denke, ich habe es ja gesagt, hey Leute, ich habe voll Lust darauf, dieses Spiel aufzunehmen! Ah! Mann! Entschuldigung. Der Schrei war unnötig, ich weiß, aber jetzt war's. Es war mal wieder typisch. Es sah gut aus für mich. Das Blöde ist, ich drücke die ganze Zeit X, ne? Aber er lässt sich nicht durchweg... Also er gibt nicht durchweg Gas. Also ich weiß nicht, was Dexter da jetzt macht, aber... Nö. Ui. So. Ja, ich habe vorhin gesagt, hey Leute, ich habe Lust, das Spiel aufzunehmen. Deswegen mache ich es jetzt, damit ich eben, wenn ich keine Lust habe, Aufnahmen habe. Aber ich glaube, es war eine sehr blöde Idee, überhaupt dieses Let's Play anzufangen. Und ich habe bisher nicht mal bei An American Tale gesagt, dass es ein Fehler war, das Let's Play anzufangen. Und das will was heißen, weil dieses Spiel war, naja, schlecht. Da war die Steuerung schwammig, es war furchtbar, aber ich habe es durchgespielt. Und ich hatte am Ende, habe ich mich voll gefreut, dass ich es durchgespielt habe. Es hätte durchaus ein Let's Trash werden können. Aber nein, ich mach sowas nicht. Ich Let's Player. Ne? Aber manchmal, mein Auto brennt. Manchmal denkt man dann auch nur noch so. Ach nö, keine Lust mehr. Ja, ich habe eigentlich schon verloren, weil ich komme nicht mehr schnell voran. Mein Auto ist zu zerstört. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. An dieser Kurve sollte ich doch aufpassen. Habe ich mir die ganze Zeit immer so in Gedanken, habe ich mir immer gesagt, pass bei der Kurve auf. Da donnerst du jedes Mal gegen die Wand. Aber nö. Ah, und ich darf ja auch nicht Zweiter werden, ne? Das ist ja auch voll verboten. Hallo, ich habe 15 Mal auf diesen blöden Kreisbutton gedrückt. Gut, 15 Mal vielleicht nicht, aber oft genug. Und der aktiviert es einfach nicht. Mann, 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 ey. Und ich hatte so einen Spaß, als ich Jak und Dexter gespielt habe. Da hatte ich wirklich Spaß. Das hat wirklich... Das war lustig, das Spiel. Und wenn man dann ein paar Mal gestorben ist, hat man sich aufgeregt und dann war gut. Aber hier regt man sich ja nur noch auf. Dann gibt es zwischendrin Passagen, wo man dann gut spielt, wo man dann denkt, das ist eine Falle. Und dann sieht es wieder scheiße aus. Und das für eine sehr lange Passage. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, Leute. Oder irre ich mich? Bin ich einfach nur altmodisch mit meiner Ansicht von Spielen? Kann ja auch sein. Oh Gott, ich dachte schon, ich baller jetzt wieder irgendwo gegen. Ah. Ey, sag mal, wie... Na klar. Ja, du rammst ihn und du sagst, pass auf, wo du hinfährst. Oder hast du das zu mir gesagt, Dexter? Wenn du jetzt anfängst, mich zu korrigieren, dann kannst du aussteigen, Freund. Ja, ey. Mhm. So. Das sieht doch okay aus. Ich will nichts sagen. Ich will es einfach nicht sagen. Ach, fick dich doch, du scheiß Rennstrecke. Mann. Meiner. Was war denn jetzt? Ich meine, ich habe da nichts gemacht. So, ey. Ja, genau. Ganz große Klasse. Oh ja, komm, fick dich doch. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Ich bin einfach jetzt demotiviert und ich befürchte, dass ich aus dieser Aufnahme rausgehe, ohne irgendwas bewirkt zu haben. Und das würde mich noch viel mehr frustrieren.
Jetzt habe ich gerade mein Auto aus den Augen verloren. Also mein Auto, mein Zoomer. Und die rammen mich so viel, mein Wagen ist schon wieder fast tot. Ist das zum Kotzen oder ist das zum Kotzen? Ja, oh Junge. Fehlt ja nur noch, dass du Donnerwetter sagst. Dann hätten wir Mickey und Goofy in einem Charakter. Toll. Ah! Ah! Wand. Ja, ich habe gerade irgendwie geträumt. Was bei dem Spiel echt vom Vorteil ist, wenn man das tut. Ich will das jetzt schaffen. Ich habe das nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich nie gesagt. Ja, genau, ramm mich doch, du Vollidiot. So. Ah. So. Ey, nicht mich rammen. Rammen ist böse. Ich bin gerade so konzentriert, Leute. Das gibt's nicht. Nein! Nein! Ah! Das meine ich, genau das meine ich, was das Unfaire an dieser Scheiße ist. Du wirst die ganze Zeit nur gerammt. Also ich meine, wenn man so in einem Mittelfeld fährt, ist es okay. Dann denkt man so, ja klar, da werden Leute nun mal gerammt, weil alle in die gleiche Richtung wollen. Aber wenn nur noch zwei auf der Rennstrecke sind und deren erstes Ziel es immer ist, dich zu rammen, scheißegal, wo du fährst, ist es einfach mal unfair. Und man muss so viele von diesen Kugeln sammeln wie nur möglich. Scheißegal, ob du da jetzt Lust drauf hast oder nicht, weil ohne diese Kugeln machen die dich alle. So. Nein. Lass mich bitte Erster bleiben. Zweiten Platz kannst du gerne haben. Mir ist das egal. Ah! Warum? Also, ich verstehe nicht, warum er immer so unterschiedlich springt. Und hier habe ich wieder diese Ecke, wo ich immer gesagt, oder wo ich mir immer sage, ey, pass auf, an dieser Ecke. Und ich lerne nicht draus. Ich lerne einfach nicht draus. Und das ist irgendwie traurig. Finde ich. So, der holt mich gleich ein, der Idiot da. Ach Gott, ich habe so keine Lust auf dieses Spiel mehr. Ja. Ich will auch gar nicht gucken, wo ich gerade auf der Karte bin. Ich gucke nur auf meine Uhr und sehe, dass noch ein Versuch wahrscheinlich nicht drin ist, aber... Fick dich, Spiel. Fick dich ins Knie. So. Mehr ist nicht drin. Okay, den mittleren hätte ich jetzt einsammeln können, aber wait. Leute, ihr würdet mir echt einen Gefallen tun, wenn ihr auch mal sterben würdet. Ich meine, warum muss denn immer nur ich sterben und runterfallen und so? Das verstehe ich nicht. So, meins. Nö, dann halt nicht meins. Ich meine, wozu sollte ich denn die Energiekugeln einsammeln? Was hat mich jetzt gerade beim zweiten Versuch gerammt? Also ich meine, da war ja nichts. Alter. Okay, einen Part nehme ich noch auf. Wir sehen uns im nächsten Part von Jack 2 wieder. Overy.